Wie sah eigentlich in den 50er Jahren ein getuntes Auto aus? Welches ist das meist getunte Auto Deutschlands? Wie viel PS hat der stärkste Käfer aller Zeiten? Spannende Fragen, hinter denen auch immer eine interessante Geschichte steckt. Frei nach dem Motto, auch damals gab es nichts, was es nicht gab. Es ist ein herrliches Spielzeug und ein verbotenes dazu. Frisierte Wagen gelten als gefährlich. Der technische Überwachungsdienst ist oft dagegen. Er hat meist Bedenken und selten Erfahrung. So beschreibt der Motorjournalist Klaus-Peter Becker 1963 die Lust und den Frust, einen frisierten Käfer zu fahren. Heute heißt der technische Überwachungsdienst kurz TÜV. Und mit den Jahren kommt auch hier die Erfahrung. So ist es heute kein Problem mehr, einen getunten Käfer auf die Straße zu bringen. Doch Anfang der 60er Jahre können nur wenige hauptberufliche Friseure den Prüfer von der gesunden Leistungssteigerung überzeugen. Einer der erfolgreichsten damals, Theo Decker mit seiner Firma TDE. Wir haben natürlich auch eingegriffen in den Motor, wir haben die Kurbelwelle geändert oder leichter gemacht und die Kanäle bearbeitet, die Pleuel, eine andere Nockenwelle drin. Und das fällt ja heute alle bei den Motoren weg. Heute wissen wir nachher nicht mehr, wo die Zündkerze sitzt. Und beim Käfer, der machte das schon Spaß. Der war ja ruckzuck raus, der Motor, und war auch schnell getauscht. Ne? Der Kunde kam morgens mit seinem Auto. Und kurz nach Mittag fuhr er wieder mit dem neuen Motor nach Hause. Und freut sich über 7 bis 11 PS mehr Leistung. Klingt bescheiden, aber bei serienmäßigen 34 PS ein deutliches Plus an Fahrspaß. 128 wird ein solcher TDE-Käfer, doch es geht auch schneller. Schnellste war vielleicht unser Silberner, den wir da drin haben, den Rennkäfer. Oder dieser, den Big Fire, den wir eben dann total als Dragster umgerüstet haben, mit dem 6-Zylinder-Porsche-Motor drin. Mit 260 PS, ne? Doch der ist nur für die Rennstrecke bestimmt. Heute bieten Käfer-Tuning-Firmen Motoren bis zu 250 PS mit Straßenzulassung an. Alles ist erlaubt, solange man es nicht sofort erkennt. Nach Möglichkeit sollte man immer gucken, dass das nach außen nicht so ganz besonders auffiel. Denn das hat den Leuten dann auch imponiert, wenn man mit dem Käfer mal eben so einen Opel-Kapitän abgehängt hat oder so, ne? Was damals der Opel-Kapitän ist, darf heute auch ein Porsche sein. Dieser Ovali von 1956 würde Theo Decker gut gefallen. Unter den vertrauten Formen verbergen sich 165 PS. Damit gelingt der Sprint von 0 auf 100 in nur 5,8 Sekunden. Was heute wieder gefragt ist, erlebt Anfang der 70er mit der Ölkrise seinen Niedergang. Wir haben natürlich unsere Tuning-Geschichte weitergemacht, aber die ist dann ziemlich zusammengesackt. Und wir haben uns dann als erster Tuner an den Golf gewagt. Aber wir hatten ihn ja noch kaum auf der Straße. Da hat VW ja schon dann den GTI gebaut. Und da war für uns gar nicht mehr möglich zum vernünftigen Preis. Die liefen ja ab Werk schon serienmäßig schneller wie unsere Frisierten daher. Ne? Frisieren ist tot, es lebe das Tunen. Der Golf wird zum meistgetunten Auto Deutschlands. 1981 kommt es zum ersten Treffen von 28 Golf GTI am Wörthersee in Österreich. Heute ist das GTI-Treffen im beschaulichen Reifnitz die weltweit größte Zusammenkunft von getunten VW und Audi. Und die Szene hat sich extrem differenziert. Es gibt zwei so Art Schienen, recht extreme Umbauten und welche, die auf Original bauen, so Retro-Style und solche Sachen. Egal welche Schiene, egal ob Friseur oder Tuner, zumindest für eine Woche im Jahr sind alle eine große, glückliche Familie.